Ja, da muss sie dann am Ende in der Ecke stehen. Für ihr neues Album kann es eigentlich nicht gewesen sein. Weil das ist total spannend, finde ich. Das ist ein anderes Beispiel. Wir haben schon über anstrengende Musik gesprochen. Auch das ist eine Musik, finde ich, die Elemente des Anstrengens, des Zappeligen, des Hypernervösen in sich hat, was aber wiederum ganz gut passt, dass sie mit David Byrne zusammengearbeitet hat, der ja auch so eine hypernervöse Zappeligkeit irgendwie in Musik mit eingebracht hat bei den Talking Heads damals. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie es darüber wiederum schafft, daraus dann trotzdem noch so solche Hymnen zu machen, so Lieder zu machen, die dann fast radiotauglich klingen, obwohl natürlich zu viel passiert und zu viele Sachen da klanglich passieren, dass es wahrscheinlich nicht im Radio läuft. Aber ich meine, der Refrain in diesem Lied ist ja ganz großartig. Da hat sie mich dann tatsächlich auch weniger musikalisch, aber einfach von der Art des Ansatzes, von der Radikalität, zum Beispiel erinnert an eine andere Großkünstlerin wie Kate Bush, die damals mit dem Album Hounds of Love spätestens eine ganz eigene Definition von Klang und Pop auch in die Welt gebracht hat, die nichts mit dem zu tun hatte im Großen und Ganzen, was man sonst im Radio gehört hat. Wie habt ihr das Album gehört? Ja, ich fand es großartig, muss ich sagen. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie viel mehr Raum in der Sendung bekommt, weil ich dachte, es ist die Platte des Monats. Alles ist anders. Ja, nächstes Mal einen neuen Moderator. Da steht ja schon. Danke. Ich finde, sie ist eine wunderbare Diva mit einem sehr gepflegten Neurosengarten. Also sie ist wirklich sehr schräg, aber in einem ganz interessanten, spannenden Sinne. Ich finde das faszinierend. Ich finde, sie macht es einem manchmal leicht, die Songs aufzunehmen, und manchmal ist es sehr schwierig und sperrig. Mhm. Und das ist etwas, was mich in einem sehr guten Sinne fordert. Also ihre Platte, finde ich, ist wirklich ganz toll. Das und im Idealfall beides gleichzeitig, und, wie bei dem Stück gerade. Ne? Finde ich einerseits Sperrigkeit, und andererseits dann wieder doch wieder so. Also zum Niederknien sofort war für mich I Prefer Your Love to Jesus. Das ist ein tolles Stück, ja. Da habe ich gedacht, mein Gott, das hat sie für ihre erkrankte Mutter damals geschrieben oder in dem Zusammenhang. Der Mutter geht es inzwischen wieder gut und der Song ist ihr sehr wichtig und ich finde, das merkt man auch. Mhm. Und das ist, also ich finde sie ganz hervorragend, wirklich eine faszinierende Frau, die auch eine gute Einstellung hat, finde ich. Also ich habe ein Interview gelesen, da sagte sie, Feminismus ist für sie, wenn eine Frau einfach erfolgreich ist und das auch gerne tut, was sie tut, und dass sie eben Beyoncé zum Beispiel toll findet, weil die in den neuesten Videos immer nur sich darstellt als Ehefrau und auch mit dem Baby. Das ist alles ganz normal. Und sie meinte, sie freut sich, dass es eben nicht noch eine ist, die an einem Lolli herumlutscht und sich irgendein komisches Kostüm anzieht. Und das fand ich sehr gesund. Das finde ich eine gute Einstellung. Lollis sind generell nicht so gesund. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde, das ist eine ganz tolle Person. Und eine sehr, sehr interessante Platte. Also ich fand ja auch tatsächlich die Vorgängeralben auch schon sehr, sehr spannend. Mhm. Da war auch schon diese Zickigkeit mit drauf. Ich finde, auf dem neuen Album hat sie das aber tatsächlich einerseits die Schraube tatsächlich auf spannende Weise noch ein Stück weiter gedreht. Mhm. Es gibt da ein paar Sachen, die klingen total abgedreht, finde ich. Gleichzeitig hat sie es aber auch noch mehr in eine Form gebracht, die es wiederum auf komische Weise dann doch sehr, sehr hörbar macht. Und das macht das Album tatsächlich für mich auch zu einem der ganz großen Alben im Augenblick. Also ich bin da auch sehr angetan. Und auch das ist ein Album, bei dem ich sagen muss, ich merke es mit jedem Hören, finde ich die Stücke besser. Und ich bin bei weitem noch nicht am Ende angelangt. Also sprich, das kann man sich halt auch immer wieder anhören. Oder, Tiger, was hast du? Ja, absolut famoses Werk. Das hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht, das anzuhören. Mhm. Wieso, was? Das wundert mich überhaupt nicht. Da muss nichts irritierend sein, weil da kommen viele Sachen zusammen. Also gerade bei dem Song, den könnte ich jetzt noch dreimal hintereinander hören. Wie man so einen Balkan-Beat Brass-Sample nehmen kann, wie die Stimme, die wirkt ja dann auch gar nicht so zappelig, sondern ganz ruhig. Und so ein Kontrast zu dieser irren Rhythmik hat, das ist schon großartig gemacht. Und das erinnert, auch wenn es überhaupt nicht eigentlich kein Talking Heads-Stück ist, die Machart, der Geist dahinter ist Talking Heads. Auch wie David Byrne singt und ich weiß nicht, hat der da irgendwas mit zu tun gehabt? Nee, aber einfach der Einfluss ist dann so ein bisschen da hängen geblieben. Ist das ja kein Wunder, dass die beiden zusammen gearbeitet haben? Nee, das ist wirklich kein Wunder. Also dieser Song hat wirklich so ein bisschen Bash of Ghosts mit Brian Eno. Gerade so einfach so ganz musikalische Elemente, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenzuführen, und es wird. Es kommt irgendwie ganz irre Musik raus, die aber trotzdem nicht freaky erscheint, sondern die einen tollen Song hat und die einfach eine gewisse hypnotische Wirkung hat.
Ja. Also ihr habt das total gern gehört. Und es ist auch keine Partie, die wehtut. Nee. Nee, aber total die Ansprüche, Ansprüchen gerechtfertigt, die wird, die einfach was anderes hören wollen, was Besonderes, was ausgefallen. Genau, sehr gut. Pop, Pop, aber auf sehr hohem Niveau, mit hohem Anspruch für Leute, die gerne ein bisschen mit was, vielen Ecken auch noch ein bisschen Kanten. Was schrägen hören wollen. Mit Ecken und Kanten. Ja. Wunderbar, wir ergänzen uns heute. Fünf Punkte. Oder Tiger, was sagst du? Viereinhalb. Okay. Ich sag auch fünf Punkte. Alle sind wieder zufrieden. Gibt ja keine Punkte mehr, ist ja egal. Gut. Haben wir uns ja gar nicht, haben wir kaum gestritten. Also kannst du nicht mal wieder eine Orchestermanövers in the Dark-Platte mitbringen? Schade, wir haben keine Zeit mehr, meine Damen und Herren.